Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Special hier auf der Filmfabrik. Der Alper ist ja gerade im Urlaub und deshalb haben wir gedacht, dass wir beide das mal übernehmen. Und zwar geht es heute um eine ganz besondere Serie und zwar um Babylon Berlin. Mhm. Habt ihr wahrscheinlich auch schon von gehört, die machen ja auch gerade Werbung viel dafür. Große Werbekampagne. Genau. Also die ist mit 40 Millionen Euro die teuerste deutsche Serie bisher und ich glaube auch die teuerste nicht englischsprachige Serie. Oh, das ist verrückt. Ja. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Ja, genau. Das wird von Sky, ARD, Degeto und Betafilm produziert und das ist eigentlich auch schon mal eine ganz interessante Konstellation, weil das ist halt ein Pay-TV-Sender. Ja, und öffentlich-rechtlich. Öffentlich-rechtlich und noch eine private Produktionsfirma. Genau, und das ist das erste Mal, dass das so gemacht wird. Und laut ARD soll das garantieren, dass Serien im deutschsprachigen Raum hochwertig sind. Ja, das ist, also ich habe mich sowieso gefreut, dass mal so ein bisschen mehr Geld genommen wird für eine Serie, weil wir auch öfters mal meckern, dass in Deutschland keine guten Serien laufen und keine guten Filme. Und noch zu den Zahlen. Ich glaube, eine Folge kostet 2,5 Millionen damit und Tatort kostet 1,2 Millionen. Ja, siehst du, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Okay, es ist das Doppelte, aber... Immerhin, Tatort läuft jede Woche, ne? Also stimmt, ja. Auf jeden Fall ist das am 13. Oktober auf Sky gestartet und das könnt ihr auch da zu einem guten Preis schauen. Also das ist auch ganz offen Werbung. Auf jeden Fall gibt es gibt bisher 4 Folgen, mehrere Specials auf Sky und genau, jede Folge ist so 45 Minuten lang. Genau. Genau. Dann würde ich auch zum nächsten Punkt kommen und zwar so wie bei einer normalen Kritik, wer hat das eigentlich gemacht? Ich kann es dir sagen, Tom Tykwer. Genau, Tom Tykwer. Das waren 3 Regisseure, die auch alle 3 zusammen das Drehbuch geschrieben haben. Das sind Tom Tykwer, Achim von Boris oder Boris und Hendrik Handlötgen. Und Tom Tykwer ist ja schon so eine sehr bekannte Persönlichkeit, was den deutschen Film und auch international deutscher Film auszeichnet, weil der hat ja schon einige Filme gemacht, wie zum Beispiel Cloud Atlas. Cloud Atlas, genau, mit den Wachowski. Geschwistern zusammen, dann noch Das Parfüm, genau. Und übrigens, der Setbauer von Babylon Berlin ist der gleiche wie bei Das Parfüm. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Der hat auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet, um das und schon mal vorweg zu nehmen. Es ist die zweite Auftragsarbeit für eine Serie von Tom Tykwer. Genau, der hat auch noch mal mit den Wachowski-Geschwistern hat er ja Sense8 gemacht. Genau, und das Besondere eigentlich daran auch an dieser Konstellation ist, dass alle 3 Regisseure auch das Drehbuch geschrieben haben und auch zusammen jeweils die Folgen in den Regie geführt haben. Genau. Was ja eigentlich nicht so üblich ist, weil meistens, wenn es mehrere Regisseure sind bei einer Serie, dann übernimmt jeweils ein Regisseur eine Folge oder dann ein Regisseur ist halt immer für eine Folge zuständig oder für mehrere Folgen, aber nicht 3 für alles. Ich sag jetzt nicht mehr genau. 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 Das Ganze basiert auf einer Buchreihe von Volker Kutscher, habe ich mir aufgeschrieben. Die wird auch über 1 Million Mal verkauft. Der nasse Fisch. Der nasse Fisch, genau. So heißt nämlich der erste Roman davon. Ja. Und das spielt alles so in den 20ern und auch im Dritten Reich sogar. Oh. Also, was da noch auf uns zukommen wird, ist die Frage, wo die Serie sich hinentwickelt. Genau, wir wissen jetzt auch nicht genau, weil wir, wie gesagt, nur die ersten Folgen, ersten 4 Folgen gesehen haben. Aber ja, ich bin gespannt. Zur Handlung. Wir versuchen das so vage wie möglich zu halten, weil da passiert so viel, dass man das, da könnten wir wahrscheinlich jetzt 1 Stunde drüber reden. Welche Figuren es alle gibt. Aber es geht eben hauptsächlich geht es um einen Sonderermittler aus Köln, der heißt Gerion Rath. Der ist für einen Fall nach Berlin gekommen. Das ganze spielt in der Weimarer Republik zu Zeiten 1929. Goldene 20er. Nicht mehr ganz so golden, weil Wirtschaftskrise. Genau. Ja. Die kommt dann auch noch dazu. Aber wir haben ja trotzdem diese Schere. Also diese, klar, die Dekadenz und die Armut, also die Schere der Reich und Armut. Genau. Und im Polizeipräsidium lernt er noch eine Frau kennen, die Charlotte Ritter. Die kommt aus ärmlichen Verhältnissen, ist aber ganz schön gewieft, würde ich jetzt mal sagen. Gewitzt. Oder gewitzt, genau. Also die ist nicht auf den Kopf gefallen. Und die beiden werden in ein Netz aus Drogen, Politik, Sex, Mord, Kunst,
Extremismus, Revolution, alles Mögliche, alles ist dabei geworfen. Ja. Genau, das war so zur Handlung. Also, wie gesagt, grobe Handlung, ja, sehr, sehr vage nur. Genau. Aber das sollte man sich selbst anschauen. Ja, und dann würde ich sagen, dann kommen wir auch zum Kernstück dieses Videos. Ja, wie ist die Serie, Marius? Was sagst du dazu? Um es mal in ein, zwei Sätze zu packen. Ich finde die Serie gut. Allerdings hat mir die Werbung mehr versprochen, ein bisschen. Ah, okay. Also du bist da mit hohen Erwartungen rein. Was diese Extreme angeht. Ich hätte jetzt noch mehr Abgründe erwartet eigentlich. Mhm. Aber ansonsten, auch gerade für eine deutsche Produktion, war das schon eine ziemlich geile Serie. Ja. Also ein bisschen zu hohe Erwartungen gehabt insgesamt an die Serie. Ja, ich bin jetzt nicht enttäuscht worden. Ja. Ich hätte nur ein bisschen mehr extremere Sachen, aber... Vielleicht kommt das ja noch. Wissen wir ja nicht, aber ja. Es geht doch schon manchmal ganz heftig zu, würde ich ja, sagen. Ja, also am Anfang passiert ja schon heftige Sachen, ja, wo man denkt, okay, was machen die da? Aber ansonsten... Ja, ich finde es auch ganz cool, dass wirklich jede Figur hat Dreck am Stecken. Da ist kein weißer, strahlender Held. Die haben alle irgendwie was so ein Geheimnis verborgen, was man auch von vornherein nicht immer weiß. Hinter jeder Figur verbergen sich irgendwie so Abgründe. Das ist ja das Gute. Also ja, das ist halt ein realistisches Abbild von Personen, wie sie sein sollen. So wie du schon gesagt hast, jeder so seinen Dreck am Stecken. Ja. Und das ist ja diese Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben bei Serien. Auch bei Game of Thrones war das ja so. Ja, also dieses Schwarz-Weiß-Figuren-Konstellation, davon geht es komplett weg. Also hier bei der Serie finden wir halt Figuren vor, die uns erstmal unsympathisch wirken, weil wir ein gewisses Rollenbild vor Augen haben. Mhm. Dann machen sie aber irgendwas, was sie uns sehr sympathisch erscheinen lässt. Und dann wird damit wieder gebrochen. Ich so, oh Gott, was für ein Arschloch. Ich hatte auch so das Gefühl im Laufe der Folge, gerade dieser Gerion Rath, weil der ist ja auch, der hat ja auch keine weiße Weste. Vor allem, man erfährt, dass er im Krieg war, dass er seinen Bruder verloren hat und dass das nicht ganz so an ihm vorbeigegangen ist. Und dann gibt es halt auch so ein paar Sachen, wo ich mir denke, boah, ist das vielleicht der schlechteste Polizist aller Zeiten? Wieso? Ja, da passieren doch ein paar Sachen. Also. Was einem Polizisten eigentlich nicht passieren sollte. Meinst du wegen des... wegen dem Verhör zum Beispiel. Ach so, solche Sachen. Ja, gut. Das ist halt die Frage, wie viel Erfahrung er da hat. Also da wissen wir noch nicht viel über die Figur. Ja. Ob die in solchen... Das ist ja auch, ich glaube, es soll auch sehr dargestellt werden, dieser Unterschied zwischen Köln und Berlin. Ja, stimmt. Dass er von Köln, diesem rheinischen, in dieses Moloch fährt, in dieses riesige Berlin. Also ja, der Unterschied ist ja auch heutzutage noch immens. Ja. Das ist ja auch so dieses Fish-out-of-the-water-Prinzip. Also ja, dieser Gerion Rath, der kommt aus Köln nach Berlin, ist da komplett neu und wird halt in eine Situation geworfen, mit der er halt irgendwie zurechtkommen muss. Was ja auch, deswegen ist er ja die tragende Figur für den Zuschauer, genau, weil er nimmt uns ja mit in diese Zeit, die wir ja nicht miterlebt haben. Also selbst ich nicht. Das ist für uns der Zugang zu der ganzen Berlin. Das ist es, genau. Was ich fand auch, das hat mich, obwohl es in den 20ern spielt, hat es mich sehr an Film Noir erinnert, das ja eher eigentlich in den 40ern und 50ern gespielt hat. Mhm. Weil wir haben halt diese sehr pessimistische Grundstimmung. Es ist alles so eine riesige Schere zwischen Arm und Reich. Wir haben also nicht so einen strahlenden Detektiv, sondern der hat halt, wie gesagt, er hat auch diese Abgründe. Und es Probleme. Es gibt Korruption, es gibt Armut, es gibt sogar eine Femme Fatale, diese Sorokina. Mhm. Und es gibt Zigaretten ohne Ende. Da wird ordentlich geraucht, ja. Ich hab mir gerade vorhin noch so eine Auflistung angeguckt, so Charakteristiken von Film Noir. und da gibt es eine Liste von Roger Ebert, das ist war ein ganz bekannter amerikanischer Filmkritiker. Mhm. Und da stand unter einem Punkt Cigarettes. Ja. Einer von 10 Punkten ist Cigarettes, weil er die ganze Zeit geraucht wird. Ja, hier auch. Ich hätte mal gedacht, dass da vielleicht noch ein paar mehr Drogen im Spiel sind. Weil das halt so angekündigt worden ist. Und ich dachte, ja, vielleicht kommt es halt noch. Ich hatte halt jetzt nicht Opiumhöhlen vor Augen, aber das halt zu der Zeit auch mal ein bisschen Heroin und sowas. Ja. Wie gesagt, vielleicht kommt es ja noch. Also wir haben nur die ersten 4 Folgen gesehen. Vielleicht werden die Abgründe ja noch viel tiefer. Ja.
Obwohl die Inszenierung, vor allem der Armut, fand ich schon teilweise sehr, sehr beklemmend und sehr krass. Also wenn da halt Leute am Straßenrand stehen und Suche, Arbeit oder, ja, oder aber auch im Polizeipräsidium. Wie die auch wohnen. Also gerade die eine Hauptdarstellerin, die Lotte. Charlotte Ritter. Genau. Wie die da wohnen, das ist schon, denkst du so, es ist ja nicht so lange her tatsächlich. Ne? Ja. Es ist keine 100 Jahre her. Ja. Und das ist schon heftig, wenn halt Leute zu, was sind das, 4, 5, 6 Leute in einem Raum wohnen. Das ist die Mutter, die Schwester, der Bruder, das Kind. Der Schwager ist es. Oder der Schwager, deren Kind. Die kleine Schwester. Und also 7 Leute in... Der Opa noch, genau. Genau, 7 Leute sind das dann, glaube ich, in 2 oder 3 Räumen. Ja, also sehr, sehr beengt. Sehr, sehr beengt. Und vor allem, ja, nicht gerade Hygienestandards. Nee. Und dann merkst du auch, eine Person muss halt zum Arzt gehen und hat halt etwas, was heute eigentlich kein Problem mehr ist. Ach so, ja. Und dann gibt es da eine Heilung für? Nö. Ich dachte so, ja. Ich fand auch die Bezeichnung der Krankheit sehr schön. Ja. Einfach so mit diesem klassischen Feindbild und der Rivalität. Mhm. Ich fand aber auch an sich, ich fand die Geschichte bisher sehr spannend. Also ich wollte eigentlich nur 2 Folgen schauen. Mhm. Ich auch. Aber ich habe dann halt alle geguckt, weil es mich dann doch interessiert hat, genau. wie das weitergeht. Mhm. Also ich finde, es hat jetzt nicht diese wahnsinnig krassen Cliffhanger oder What the fuck Momente wie jetzt Game of Thrones oder Breaking Bad manchmal. Ja. Aber es motiviert schon weiter zu gucken. Ich glaube, es geht generell darum, in diese ganze Welt einzutauchen. Anders als bei Breaking Bad jetzt zum Beispiel, wo du halt sehr situativ bist eigentlich immer. Mhm. So, wie komme ich jetzt aus der einen Situation? Das ist hier halt so, das ist so ein Ding. Also ich finde, man hat durchaus gemerkt, dass das ein Roman ist als Vorlage. Mhm. Mhm. Also dieser relativ große Teppich und sehr viele Handlungsstränge, die aber so ein bisschen miteinander verwoben sind. Das ist halt noch ein Punkt. Die Serie kann man nicht einfach so nebenbei sich beriesen lassen. Das muss man wirklich aufmerksam schauen und auch sich geschichtlich ein bisschen auskennen, wenn man da wirklich durchsteigen will. Also wenn man nicht weiß, wer Leo Trotzki ist oder... Was ist mit der Wirtschaftskrise oder los? Wer der Oberbürgermeister von Köln war in den 20ern oder sowas? Das ist ein bisschen schwierig. Also selbst mit GCLK war es schwierig. Also ich muss Was? Ja, welche Zeit waren wir nochmal? Genau. Ja. Und dann halt die schwierige Frage, was ist Fiktion und was ist Realität? Also es gibt so viele Thematiken da drin. Die eine ist halt, hat was mit Russland zu tun. Genau, mit Revolution, also nicht nur mit der russischen Revolution an sich, sondern auch mit den Folgen. Also dann, dass Stalinismus gegen Trotzki gekämpft hat und Trotzki aus dem Exil dann, Atatürk hat ihn Exil gewährt, ab 1929 auch. Und deswegen ist auch dieser Plot mit der Bahn halt dieses Ziel. Und wenn du das nicht weißt, dann denkst du, Du musst mal schon ein bisschen durchsteigen. Und es geht schon sehr deep, also weil es geht dann halt um diese Anhänger von Trotzki auch. Und die nennen sich halt die 4. Internationale. Mhm. Und soweit ich weiß, wurde die halt eigentlich erst 1938 gegründet. Ja. In Paris. Und es ist jetzt die Frage, gab's so ein kleines Vorgeplänkel dieser ganzen Sache vorher schon. Also wer Ahnung hat, geschichtlich, kann uns das gerne mal drunter schreiben, wie das wirklich da war. Da haben wir bisher noch nicht so viel Ahnung. Es ist halt nur so, man weiß halt so ganz grob, aber wenn es halt so um diese einzelnen Gruppen geht, ich glaube, die gibt es heute noch. 4. Internationale. Okay. Ich glaube, es gibt diverse Gruppen, die sich da... Aber auch das ist nur gefährliches Halbwissen. Aber ich fand das auch... Es hat ja auch so eine Welt aufgebaut. Also jetzt nicht so wie Game of Thrones, so eine Fantasy-Welt, sondern halt auch so eine Welt aufzubauen. Und ich finde, das hat sich auch irgendwie ganz organisch angefühlt. Also es war jetzt nicht irgendwie so... Es hat sich schlüssig angefühlt, so eine eigene kleine, komplexe Welt. Ich mag die Zeit auch, also diese Zeit, diese Weimarer Republik-Zeit. Das ist halt auch so eine... Als wirklich so eine spannungsgeladene Zeit. Mhm. Weil du ganz genau weißt, okay... wenn ihr wüsstet, was in 10 Jahren passieren wird, eigentlich schon in 4. Ja, aber ich meine halt mit dem Kriegsanfang. Ja, klar. Ja. Das ist ja auch die Frage. In den ersten 4 Folgen kommen ja keine Nationalsozialisten vor. Ja. Obwohl die 1929 ja eigentlich schon sehr aktiv sein müssten. Schon, Und ist Wahljahr, das heißt, da haben die auch schon ihre paar Prozent.
Und da haben wir einen aktuellen Bezug übrigens. Ach so, ja. aber ja, das, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Die hat, wie gesagt, 8 Folgen. Die Hälfte haben wir quasi gesehen jetzt. Also die Hälfte von der, insgesamt von der Hälfte? Ja. Also ein Viertel? Von der Staffel erstmal, genau. Ja. Bin ich gespannt, wo es hingeht. Also ist ja auch, gespannt. Die Folgen sind ja auch, die knüpfen ja direkt aneinander an. Da gibt es keine großen Zeitsprünge eigentlich. Deswegen, also ich glaube, bis 33, da muss einiges passieren. Oder es ist wirklich nur dieser erste Roman von den, den 6 Romanen, die der Volker. Ja, vielleicht gibt es ja dann in Staffel 3 einen großen Zeitsprung. Oder in Staffel 2 schon. Das wäre auch interessant. Das wäre echt interessant, ja. Oder vielleicht wird das ja noch verlängert. Aber wie gesagt, kann man nichts zu sagen. Ich bin schon, da gab es ja diese. Es gibt so eine Szene, quasi so eine Polizeiversammlung, wenn die den 1. Mai vorbereiten. Ach so, ja. Und dann sagt der Polizeipräsident, ja, wir müssen die Demokratie. Ja, die Verfassung schützen. Genau, und ich denke so. In 4 Jahren steht da bestimmt jemand anders und sagt was ganz anderes. Oder er steht da und hat schön die Fähnchen in den Wind gehängt. Ja. Ja. Wie fandst du denn, jetzt mal vom Inhaltlichen wegzukommen, die ganze Optik des Ganzen? Achso, darauf wollte ich jetzt auch kommen. Okay, sehr gut. Ja. Weil, also, man merkt, dass es, also es wurde viel mit echten Sets gedreht. Ja. Aber halt auch CGI war im Spiel. Und an manchen Szenen war es ein bisschen, okay, man merkt, dass es keine High-End-Produktion ist. Also da ich habe vor kurzem, oder nicht vor kurzem, vor ein paar Monaten auch, The Get Down gesehen. Mhm. Und die hat ja über 100 Millionen gekostet. Und da hast du teilweise das CGI gesehen. Da war halt so eine komplette Ruinenlandschaft. Und wo du gedacht hast, boah, das sieht man schon krass heftig. Aber ich fand es, bei der hat es mich jetzt irgendwie nicht so gestört. Nicht gestört, nur du bemerkst halt, wenn du halt rausgerissen wirst aus dieser Welt ein bisschen. Vor allem eine Szene, wo sie, glaube ich, einige Statisten halt wahrscheinlich vor Green aufgenommen haben und dann da reingesetzt. Das sah man so ein bisschen. Bist du bei der Demo? Nee, da vorne eine Szene, das war, es gibt sehr viele Totalen. Mhm. Über Plätze und sowas. Und da war einmal, wo ein paar Demonstranten standen. Okay. Und so ein Schwenk. Ich glaube, vor dem Polizeirevier, so ein Schwenk von rechts nach links, da standen ein paar. Und das sah so ein bisschen so aus. Aber hat mich nur vor so ein paar Sekunden rausgerissen aus dem Ganzen. Dass ich gedacht habe, wie ist hier mit der Produktion? Ich finde es aber auch cool, dass sie halt nicht so diesen, was oft ja in deutschen Filmen ist, dass halt dieser ganz natürliche, realistische Look genommen wird. Die haben hier auch eher auf Stil geachtet. Also gerade auch was so, finde ich, was Ausleuchtung angeht. Also es ist eher so stimmungsmäßig ausgeleuchtet. Also weg vom neuen deutschen Film, sondern eher hin zu amerikanischen Produktionen. Genau, was ich persönlich eigentlich auch geiler finde. Oh, sorry, das ist angespuckt. Ja, das ist halt, was du gewohnt bist zu sehen. Mhm. Aber ich finde es auch so angenehmer und besser zu sehen. Das ist ja auch der Stil, da gehen ja auch andere Serien in diese Richtung. Ja. Also dieses Unsere Mütter, unsere Väter war ja, glaube ich, auch eher in diesem Stil gehalten. Mhm. Um was ging es da? Zweiter Weltkrieg. Ah, okay. Ja, gut. Das ist ja auch eine Produktion der Öffentlich-Rechtlichen. Was sagst du noch? Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Generell oder zur Serie? Willst du auf etwas Bestimmtes hinaus? Nee, was sagst du zum Intro? Wie findest du das Intro? Darauf wollte ich dich auch fragen. Das Intro finde ich eher unspektakulär. Ja. Also ich hätte mir auch ein bisschen mehr erhofft. Ich finde, das hat teilweise so echt einen coolen Stil so zwischendurch. Mhm. Aber es ist halt so statisch. Mhm. Es ist halt ein bisschen lame, finde ich. Was aber es ist halt ein Intro. Ja, wir sind schon verwöhnt mit sowas wie True Detective oder Game of Thrones. Ja. Das hat schon hohe Maßstäbe gesetzt. Aber ich finde, es wirkt halt sowas stimmt, wir brauchen noch ein Intro. Ah, dann machen wir jetzt das noch. Also es hätte vielleicht ein bisschen mehr Art Dekor sein können oder sowas. Ja, oder halt nicht nur dieses statische Babylon in Berlin, sondern ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich jetzt nicht damit. Ich mache einfach noch ein Intro für euch. Und dann Was hältst du von der Musik? Da habe ich jetzt gar nicht. Also im Intro? Oder generell. Also gibt ja auch, im Intro fand ich es cool. Es gibt ja auch diese Konzertszene. Und fand ich extrem abgefahren. Und ich habe mich echt gefragt, das ist ja, selbst wenn man so ein bisschen geschichtlich dahinter ist, das ist ja so eine Sache, die man eher so links liegen lässt. So dieses Kulturelle dieser Zeit. Also klar, man kennt Kunstwerke aus der Zeit. Was ja dann später auch, glaube ich, als entartete Kunst von den Nazis abgestempelt worden ist. Mhm.
Aber waren die Leute wirklich auf Konzerten so? Sind die da hingegangen? Das war ja, sah sehr modern aus. Ja, das hat schon eher wie so eine... So eine Performance. Ja, es war schon eher so eine, also ich fand, das war auch nicht so, sagen wir mal, so eine realistische, es hat sich eher so ein bisschen Musical-mäßig angefühlt, als ob die Serie eher so ein Musical wird für kurze Zeit. Ich weiß nicht. Also nicht so 100% Musical. Ich habe damals nicht. Halt nicht gelebt, ich kann nicht sagen, wie es war. Das ist schon interessant, aber was haben Sie damals gemacht? War es Charlton? Charlton? Der Tanz. Ach so, keine Ahnung. müsste aber, oder? Also es war ja der Jessic. Ich habe mir auch gedacht, so, boah, jede Figur kann in der Serie tanzen, ey. Ja, der macht ja auch so ein Salto-Ding. So, ja. Okay, ich kann es nicht. Noch nicht. Das war der Vorgänger vom Breakdance so ein bisschen, fand ich so, wie sie da um einen rumstehen, jeder macht so seine Solo-Performance. Aber ganz cool soweit. Ja. Auch diese Musik ist ja dieses schwere Tragende, was du halt auch so. Ja, aber halt auch so abwechselnd mit so, ich weiß nicht. So Jazzmusik. Sie sagen ja Jazzmusik, Jazzmusik. Ja. Aber schon cool. Ich glaube, eine Szene im Intro oder sowas, da habe ich mich gefragt, ob das lichttechnisch überhaupt schon möglich war. Ich muss das aber nochmal verifizieren. Da sieht man irgendwie so bunte Lichter am Boden. Aber ich denke, das sieht aus wie heute so LED-Lichter. Mhm. Und da muss ich aber nochmal nachgucken. Ich sehe ansonsten, das ist schon auch eine relativ heftige Lichtshow. Für damalige Zeiten, also auch mit an, aus etc. Also kann man das auch vielleicht auch schon vermuten, dass das eher wieder von dem Realistischen weggeht und einfach was aber besser aussieht. Das müsste man mehr verifizieren, so kulturell. Ja. Also musikalisch, glaube ich, ist es akkurat. Vom Tanzstil her auch. Ist halt die Frage, ob man das genommen hat und so ein bisschen auf die Spitze getrieben hat, dass wirklich alle Leute so in der gleichen Performance sind. Das ist eine gute Frage. Auch dieses Lokal. Es gibt da so ein Lokal, wo die zwei sitzen. FT irgendwas. Ja, und dann, wo es dann auch zu essen gibt dann. Ach so. Und du hast diese Bar und da gibt es Tintenfisch zu essen und der ist in so Eisblöcken drin. Also das gibt so einen Eisblockturm und zwischen den Eisblöcken ist dann so also quasi so ein Schacht, wo so gefroren die Dinger. Genau, und dann wird das so rausgeholt. Aber ich könnte mir das gut vorstellen, das sieht halt echt mega dekadent aus. Mhm. Aber wie gesagt, also ich finde so, das könntest du heute eigentlich auch wieder irgendwie machen. Ja, das sah also auch echt so modern aus, so irgendwie ja, genau, das ist so asiatische Küche oder sowas. Alles kommt irgendwie zurück. Ja. Und um nochmal die Parallele zu heute zu schlagen, alles wiederholt sich. Hoffentlich nicht alles. Ja, genau. Und und was sagst du, jede Folge beginnt mit einer Lochblende. Fand ich cool. Ja. Nettes Stilmittel, das in die Zeit passt. Mir kann das nicht sagen. Aber ich finde es gut, dass sie das halt nicht übertrieben haben. Also du meinst jetzt immer die Lochblenden etc. und sowas einführen. Ja, genau. Was würdest du jetzt, quasi so ein Vorabfazit, was würdest du jetzt, wenn so die ersten vier Folgen so im Kopf, was würdest du dem Ganzen bisher geben, punktmäßig, weil das ist ja immer auch ganz interessant für die Leute. Erstmal, weil... Also wie gesagt, das ist jetzt nur so ein Vorabfazit. Wir können nichts so sagen, wenn wir die ganze Serie nicht komplett gesehen haben. Genau, man muss die ganze Serie dann also im Ganzen sehen. Wahrscheinlich auch die ganzen 16 Folgen in zwei Staffeln. Ich würde sagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Deswegen würde ich erstmal 7 von 10 geben. Ah, okay, cool. Ich hätte jetzt so 8 gesagt. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ist nicht final. Nee, also... Aber ich würde es auf jeden Fall weiter gucken, weil... Das ist echt interessant, Ich mag den Stil, ich mag und diese ganze Vermischung von Politik und Drogen und allem Möglichen zusammen und diese Zeit an sich, 1929, 4 Jahre später, Hitler an der Macht, das ist schon interessant, sehr interessant. Und man beschäftigt sich nur mal ein bisschen mit Geschichte. Ja, das ist halt so, das soll man nachgucken. Ja, das ist dann so, du bist auf Wikipedia, dann gehst du auf einen Artikel und sagst, ah stimmt, das will ich angucken, dann hast du am Schluss so 20 Tabs offen, wo du dich dann überall durchliest und denkst so, heute habe ich wieder was gelernt. Also, ich wusste schon was über Trotzki, aber ich habe zum Beispiel gesagt, oh Gott, wann wurde Trotzki nochmal ermordet? Es ging dann auch viel weiter, 1940 erst. Boah. Mit einem Eispickel. Stimmt, und dann, eins seiner letzten Worte war, das Leben ist schön. Und daher kommt auch der Titel von dem Film Das Leben ist schön. So eine ganz poetische Geschichte. Man hat den Eispickel später auch gefunden. Okay. Und dann in einem Museum ausgestellt. Das ist sehr verrückt. Na gut. Dann hast du sonst noch was zu sagen zur Serie? Nein.
Okay, gut. Dann machen wir noch mal ein bisschen Werbung. Und zwar für Sky Ticket. Da könnt ihr das exklusiv anschauen. Es gibt, wie gesagt, bisher 4 Folgen. Und wir haben da auch einen Link für euch in der Infobox zu Sky Ticket. Wie gesagt, da gibt es halt für einen guten Preis, könnt ihr der Babel in Berlin schauen. Mhm. Aber auch weitere Serien und Filme. Und genau, alle Infos sind in der Infobox. Und wenn ihr jetzt noch weitere interessante Videos von uns schauen wollt, zum Beispiel haben wir da ein Video, das hier ganz gut zu dem Thema passt. Und zwar haben wir ein Special gemacht über den deutschen Film mit den Anfängen, mit dem Dritten Reich und bis heute hin zu... Alles so neuer deutscher alles Film. Alles komplett, ja. Und nehmen wir halt das auch unter Lupe, was... Und sehen eigentlich, dass da auch ziemlich viele gute deutsche Filme dabei waren. Überraschend viele. Überraschend viele, genau. Und ansonsten solltet ihr uns auf unseren Social Media Accounts abonnieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Jonas. Und dem Marius.